Lieben, und willkommen zu einem neuen BK Monday Workout. Ihr habt euch das wirklich am meisten gewünscht. Auf Instagram habe ich nachgefragt, ihr wolltet nicht nur mit Daniel, sondern ihr wolltet vor allen Dingen wieder ein reines Bein- und Po-Training. Was ich sehr selten mache. Ja, das stimmt. Mit Daniel kommt das selten vor. Wollen wir mal sehen, was Daniel so Po-Beine leistungsmäßig drauf hat. Und Daniel macht das Ganze mit euch als Nichtspringer und ich mache es mit euch als Springer. Und ich werde auch mit euch gemeinsam mit Band arbeiten. Aber Daniel zeigt euch, es geht auch super gut ohne Band. Also für all diejenigen, die Bodykiss-Bänder haben, wann kommen die wieder in den Shop? Anfang Juni sind sie wieder da. Und es lohnt sich zu warten, weil solche Bänder findet ihr sonst nirgends. Ja, ich nehme jetzt das Härteste. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, weil die ja super schnell weggehen, auf Instagram, in den Insta-Stories bin ich immer am aktuellsten und sage sofort Bescheid, sobald sie wieder online sind. Auf jeden Fall vorher gut aufwärmen. Ich habe ein neues Aufwärmvideo für euch letzte Woche hochgeladen, unten in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, starten wir. Unser Intervall ist 20 Sekunden Pause, 60 Sekunden Worktime. Keine Übung wird wiederholt. Und beim ersten können wir auch direkt mit dem Band anfangen. Folgendermaßen. Ihr geht in den Squat und dann tippt ihr vorne und ihr geht in den Squat und tippt hinten und macht das Ganze nochmal hinten auf der Zehenspitze. Genau. Und für die Springer, wir gehen vor mit den Nichtspringern zurück und dann springen wir einmal hoch. Und runter, vortippen. Runter, zurücktippen und wieder runter mit dem Tipp hinten und dann auf der anderen Seite. Vor, runter. Zurück, hier hinten bleiben und jump. So ein bisschen Koordination. Hinten bleiben bei einem Squat und jump. Übung wird nicht wiederholt, also konzentriert euch wirklich hier. Rücken gerade. Jetzt bin ich vorne schon. Puh. Wir haben 60 Sekunden, das ist lang. Aber die Übung wird ja nicht wiederholt. Okay, wir haben Squats mit großen Sidesteps. Jetzt machen die Nichtspringer die Springer zusammen Sache. Wir gehen in den Squat. Rechts raus. Links raus und kommt dann erst hoch. Ja, ihr wolltet Beine, ihr wolltet Po. Also, wir gehen runter, strecken zur Seite, bleiben tief. Nach links und dann erst wieder hoch. Runter, rechts raus, links raus und hoch. Und achtet mal drauf, wie tief ihr seid. Genau hier. Und wenn ihr nur mit dem Oberkörper runtergeht, sieht ein bisschen aus wie bei Oma tanzen. Ich bin so still heute. Ja, weil ich mich wieder frage, wer sich so Sachen einfallen lässt, in welchem Foldermuseum die Übungen ausgestellt sind. Nee, wirklich, ich finde, es geht schon so richtig. Aber durch das Verlagern merkt man vor allen Dingen auch die seitliche Po-Muskulatur. Die muss nämlich dann arbeiten, wenn euer Gewicht verlagert. Wir haben Skips, Heinis. Ich skippe die Übung. Wer kennt sie vom Hochsprung noch? Wir springen hoch und wir wechseln immer. Hopp, hopp. Genau, und Daniel macht es auf die Zehenspitzen hoch. Wie beim Sportunterricht. Genau. Den kennst du wirklich noch. Immer abfedern, besonders die, die springen. Aber jetzt keine 60 Sekunden so, oder? Oh doch. Warum soll das denn jetzt kürzer sein? Oh, morgen werden die Wade merken. Dieser leichte Hop, oh mein Gott, oder dieses leichte nach oben gehen. Und Anne fragt mich, warum ich so still bin. Ach, mein Puls
Jetzt geht der Puls hoch. Oh yes! Wir haben noch 10 Sekunden. Schön hochspringen. Und Pause. Frogs, wir gehen runter. Klingt schon mal gut auf jeden Fall. Genau. Also ihr berührt eure Fußsohlen. Und dann ist es eigentlich nur ein Hip Lift. Aber immer schön die Fußsohlen beisammen lassen. Und hoch und runter. Immer schön geöffnet hier bleiben. Knie sind auseinander. Und wir heben die Hüfte so hoch wir können. Runter und explosiv hoch. Langsam runter. War ganz anders wie die normalen Hip Lifts, finde ich. Total. Und je mehr man mit den Füßen an den Po rankommt, verändert sich wieder die Belastung. Also spielt da ruhig mal mit. Boah, ich spüre es überall. Das gibt's doch nicht. Stehen. Wir haben One-Legged Side Jumps. Geht als Jump oder wie Daniel es machen wird als Step. Wir springen. Am besten von Seite zu Seite von der Matte. Auf eine Seite, bleiben auf dem einen Fuß und machen noch einen Hopser. Sprung, Hopser. Immer kurzes Gleichgewicht finden. Hop, Jump, Hop. Diese Kombis zwischen Kraft und Koordination finde ich ja so mit die schlimmsten. Und bleibt im Fluss, egal ob ihr Sprung oder nicht Sprung macht. Oh yes! Noch 18 Sekunden. Oh, 60er Blöcke sind schon. Die sind lang. Ja, ganz schlimm. Aber wir wiederholen auch keine Übung. Das ist doch schön. 3, 2, Pause. Bis zum Piep. Bis zum Piep, bist du bereit. Gorillas für die Nichtspringer. Einfach vor euch. Po hoch, Po runter. Und wenn ihr unten seid, dürft ihr gerne auf die Zehenspitze gehen. Für die Springer. Wir gehen über die Seite und machen den Sprung drüber. Über die Seite, Handfläche an die Seite platzieren, Jump. Und wir die Hände vor euch nehmen. Zurück. Oh ja, dann hast du mich jetzt schon gesehen. Man merkt, du kennst mich schon so ein bisschen. Ich kenne die Übung. Und Jump. Und Hände hochnehmen und über die Seite, Jump und hier unten bleiben, das ist brennen. Und hoch die Hände, und dann zieht es eisern durch. Ja, muss. Aber ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen. Jump, über die Mitte. Oh mein Gott. Dann noch 10 Sekunden. Oh. Das war zu viel. Wirklich. Side low runs. Ich ziehe das Band an. Können wir als Springer und Nichtspringer gemeinsam machen. Wir rennen entlang der Matte und machen einen Touchdown am Ende der Matte. Und kommen erst hier am Anfang wieder hoch. Also, side low run, Touchdown, zurück. Und dann ist hoch. Oh, Daniel hat es mal schön am Ende nochmal getoucht, gell? Vorbildlich, hoffe ich. Total. Und das Schöne ist, ihr seht,
bei Daniel. Seht ihr, er geht tief. Bei ihm heißt tief gehen nicht, nur die Hände kommen runter. Der ganze Körper ist tief. Und ja, bei mir brennt es auch. Oh. Ich glaube, vor allem von der letzten Übung. Ja. Aber auch von der hier. Jedes Mal ist gut. Oh mein Gott. Zähne zusammenbeißen. Da fang ich dann alle an. Timer. Die Bänder können angelassen werden. Wir legen uns auf den Bauch und machen Superman Butt Lifts. Das heißt, Fersen Richtung Himmel. Und wir heben rechter Winkel vom Knie und Oberschenkel. Und wir heben hoch und ziehen gerne auseinander und wieder zusammen. Und lassen dann erst den Oberschenkel wieder zu Boden. Hoch, Knie auseinanderziehen, zusammen, Oberschenkel ablegen. Und wieder hoch. Drückt mal die Ferse Richtung Himmel, Richtung Decke zusammen, runter. Ich leide. Wir leiden alle zusammen. Nach 10 Sekunden. Oh, dieses 60er in der Waldung. Das lange im Kopf hat man immer 50er drin. So als wer schon lange die Workouts macht. Aber das ist das Schöne. Mit 10 Sekunden mehr und ich kann alle aus dem Konzept bringen. Wir machen Half Burpees. Dani macht den Step mit dem Sumo Stay Low. Und wir machen Sumo Stay Low Jumps. Dazu. Ohne Liegestütze im Burpee. Lasst gerne euer Band an. Und wir springen oder steppen zurück. Vorne in den Sumo. Entweder hier bleiben oder in den Little Jump. Tief bleiben. Zurück. Normaler Sumo-Jump. Ihr kommt nicht den ganzen Weg hoch und geht dann wieder runter. Ihr bleibt in diesem tiefen Bereich. Nicht nochmal. Aber echt 10 Sekunden. 5. Oh. Ha. Huh. Ihr könnt immer noch Band anlassen. Wir gehen auf die Knie alle zusammen. Und wir machen Kneeling Side Lifts. Jetzt ein bisschen Koordinationssache, ein bisschen Gleichgewicht. Versuchen. Seitliches Bein zu heben. Also, auf 1 verlagern, rechts hoch, runter, links hoch, runter. Und je weiter unten ihr das Band platziert, desto schwerer wird es dann. Hüfte schön vorne lassen. Oh, ist schwierig. Auch diese Übung können Sie in unserem neuen Folder Museum begutachten. Kriegt dazu eine eigene Rubrik. Oh, der Po, der brennt. Ja, wer braucht schon diese Adduktoren- und Abduktorenmaschine? Wenn man auf dem Boden knien kann. Und ist auch für den Rumpf richtig gut. Ja. Man merkt es richtig, die Stabilität. Man merkt auch, wie die Bauchmuskulatur so ein bisschen mitarbeitet. Kombination aus In-and-Out-Jumps und Ausfallschritte im Sprung oder im Step. Und ihr weißt, wie es funktioniert. Ich hoffe es. Also immer ein Ausfallschritt, dann ein In-and-Out-Jump oder einen normalen Squat für Daniel und die Nichtspringer und dann nochmal ein Lunge.
fangen einen Ausfallschritt an. Lunge, kommt in die Mitte, entweder Squat oder in einen Outjump, andere Seite. Oberkörper bleibt aufrecht. Das ist auch so eine Ich bring den Puls hoch Übung, oder? Ich bring den Puls hoch Übung. Was soll das sein? Was Schlimmes. Er wird gerne Ich lass den Puls unten Übung haben. Und ich sehe so viele, die jetzt nicht richtig runtergehen. Ich sehe euch. Ja, ich sehe euch auch. Ich sehe diesen Rücken. So. Und diesen Ausfallschritt. Jeder Millimeter zählt hier. Und Knie kommt bei mir jedes Mal bis zum Boden. Durch meine Matte tut es auch nicht weh. Ha. Okay. Wir gehen zu den Clamps. Machen wir die auch gemeinsam. Könnt ihr mit und ohne Matte genauso schön machen. Erstmal auf die linke Seite gelegt, Knie angewinkelt, Füße aufeinander. Über den Ellbogen stützen wir uns und öffnen uns nach oben hin. Oberschenkel gehen auseinander. Wir stützen uns hoch, auseinander, runter und gleich wieder hoch. Es ist nur diese Seite dran und durch das Vorschieben auch ohne Band der Hüfte und das Auseinanderziehen der Oberschenkel. Da passiert die richtige Po-Muskulatur. Die Magic. Die Magic. Boah. Vorkommen. So eine einseitige Po-Belastung. Oh, irgendwann kommt man kaum noch hoch, gell? Das ist so, als ob man die Übung verlernt. Oh. Schlimm. 10 Sekunden, dann ist die Seite komplett vorbei. Oh. Atmen, weil wir haben vor der anderen Übung noch eine Kombination vor uns. Wir machen entweder Squat oder Squat Jump, gehen gleich runter, Froggy Lift. Die Nichtspringer bleiben mit den Füßen immer am Boden. Die Übung ist ein bisschen ähnlich wie die eine, die ihr schon mal hattet. Ja, ja. Jump up, Froggy. Gleich rüber gehen. Jump up, gleich runter, Froggy. Ihr greift nicht ganz weit vor euch, sondern wirklich nur, was ist das, ein halber Meter? Ja, eine Fußlänge von Daniel. Genau, ein halber Meter. Schön hochwerfen die Beine, aber nicht, dass ihr einen Überschlag macht. Jump up, gleich runter. Schöne fließende Bewegung. Oh ja, wir kommen zwar noch einig am Kreislauf, das weiß ich jetzt schon. Aber auch das, der Körper muss diese Belastung langsam lernen. Aber wenn ihr es mal könnt, werdet ihr merken, der Körper wird insgesamt belastungsfähiger. Ihr könnt das Ganze auch langsam machen, hochkommen, noch könnt ihr einen Sprung machen. Aber schon dieser Wechsel, es wird immer schlimmer, wenn man es nie macht. Jetzt wird aber auch so immer schlimmer. Okay, andere Seite, unsere Clam. Boah. We're looking for it. Clam life. Clam life. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Öffnen, schließen. Oh, ich merke schon, jetzt geht weniger. Ist das jetzt deine starke Seite? Ne, die andere. Ja. Und bei dir? Immer. Ich fange immer mit meiner starken an, immer ja. Intuitiv schon. Damit die schwache noch schwächer ist. Weit öffnen, besonders wenn ihr das Band habt. Und das ist jetzt das Schwerste. Ich könnte auch sehr gut das Gelb oder das Lachsfarbene nehmen. Ich schaue halt echt immer, dass der Bauch praktisch die Verlängerung vom Oberschenkel ist. Ja, das ist auch super schön. Und für all diejenigen, die kein Band haben, ist noch ganz wichtig. Wir mit den Bändern merken schon hier hinten, dass er so brennt. Das glaube ich. 10 Sekunden. Oh. Oh.
haben wir jetzt? Wir haben die Swinging Lunges, und zwar einbeinig. Heißt nicht, wir machen keine Ausfallschritte, sondern rechtes Bein fängt an, bis ich wechseln sage. Wir schwingen zurück, kommen hoch, schwingen, kommen hoch. Können auch gerne kleine Hopse einbauen, die springen erstmal nur mit dem rechten als Schwungbein. Zurück, hoch. Es ist nur so eine Pendelbewegung. Und das Standbein ist immer leicht im Knick. Geht aber noch mehr in den Knick rein, wenn ihr runterpendelt. Wir bleiben auf dem linken Standbein. Auch diese Übung. Ballfoltermuseum. Noch zweimal. Hoch. Hoch. Kurz ausschütteln. Andere Seite. Rechtes Standbein, linkes Schwungbein. Fokus auf einen Punkt für euch, sonst wird es hier so rumgehopse. Ich habe da so einen perfekten Schweißtropfen vor mir liegen. Wir machen Zigzag-Walks von hinten mit Band, ohne Band. Wir gehen aber von Seite zu Seite. Beine kommen zusammen. Fangen an einem Ende an einer Ecke an. Starten nach links. Natürlich tief. Tief gehen. Links zusammen. Rechts zusammen. Links. Rechts. Links. Vorne angekommen. Wieder rückwärts, bevor wir hochkommen. Und einmal hoch. Und jetzt mal richtig tief. Oh! Richtig tief. Runter. Runter. Oh mein Gott. Zurück. Ah. Aua. Nochmal vor. Nochmal tief. Wer die große Bodykiss-Matte hat, muss größere Schritte gehen, macht es noch schlimmer. Und jetzt müssen wir uns alle ganz, ganz anstrengen. Wir machen 10er-Schritte. Oberkörper lehnt nach vorne, Schultern zurück. Und wir sprinten auf der Stelle nach hinten, springend oder steppend. Oberkörper bleibt vorne, damit es richtig auf den Arsch geht. 10er-Schritt, let's go. So lange, bis ich Stopp sage. Bleibt vorgelehnt. 5, 4, 3, 2, 1. Einmal kurz tief durchatmen. Können wir nochmal 10er-Schritt? Yes. Let's go. Wir machen unseren letzten 15. Und let's go. Tief bleiben, Oberkörper gerade. Nach hinten wegdrücken. Letzte Übung. Oh. Wir machen Lunging. Lunging. Wir loaden von hinten. Absetzen nach vorne und drücken uns hoch. Kommen wieder zurück. Loaden. Andere Seite. Vorsteppen in den Ausfallschritt und ziehen vorne. Können Springer und Nichtspringer zusammen machen. Ihr seht, da nicht tritt vor, zieht und gleich nach hinten durch. Ist auch Koordination, ich weiß. So ein bisschen wackeln. Wackeln ist aber nicht schlecht. Da werden auch wirklich mal Muskeln beansprucht, die sonst immer nur faul rumsitzen. Und da habe ich scheinbar einige davon, so wie es sich so anfühlt.
Dieb. Sehr schön gemacht. Sehr schönes Bein-Po-Training. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat geschmerzt. Ah. Jetzt würde eigentlich noch zu weitermachen. Ich hab's nicht angekündigt. Ach so. Das ist weg. Okay. So. Dann sage ich jetzt noch was. Ja. Okay. Wenn ihr die BK Monday Workout so feiert und weiterhin effektiv mittrainieren wollt, vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Gerne eure Wünsche unten in die Kommentare. Hallo meine Liebe, bist du eine Frau wie jede andere auch, die so ihre Problemzonen hat? Dann weiß ich genau, wie du dich fühlst. 30 Push-Up. High Knees hoch. In mir drin herrscht zwar ein Vulkan, aber den können wir noch, oder? Super gemacht! Feierabend, euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Ciao!